Es ist schon traurig, wie viele Menschen zusammen sind, aber sich nicht lieben. Und wie viele Menschen sich lieben und nicht zusammen sind. Und ja, das kommt wirklich immer häufiger vor. Ich war wirklich teilweise auch geschockt, wenn mir dann auch junge Menschen mitteilen, so von wegen, ja, an sich sind wir nicht mehr zusammen, aber wir sind noch zusammen und unser Trennungsgespräch hatten wir noch nicht, aber ja, der hat sowieso keine Zeit und ist mit Freunden oder ansonsten kiffen. Also von daher kann man ja auch so weiter nebenher leben. Und das ist kein Einzelfall. Genauso wie eben, dass sich viele lieben und eben nicht zusammen sind, weil eben heutzutage alles auf Optionen ausgelegt ist, dass man einfach mal sich ein bisschen mehr offen hält, sich jemanden warm hält, dass man guckt, wie ist es für einen am bequemsten. Und so trennen sich viele, obwohl das Pärchen an sich ineinander verliebt ist, aber sie geben sich keine Chance. Also wir haben eine sehr, sehr seltsame Welt inzwischen. Früher war man froh, verliebt zu sein und die Liebe leben zu können. Heute möchte man diese Liebe nicht mehr leben oder lebt einfach nebeneinander her. Tja.